Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird präsentiert von motoricado.ch, Zürich Versicherung und der Schweizer Paraplegiker Stiftung. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier in der Motorsport Schweiz Live Lounge. Unser nächster Gast ist der Urs Erbacher. Die meisten kennen ihn hier auf der Swiss Moto E. Er ist Customizer, er baut die schönsten Bikes von der Welt wahrscheinlich. Urs, sag doch mal selber, stell dir mal kurz vor. Ja, mein Name ist Urs Erbacher. Wie gesagt, ich baue Custom Bikes hier in der Schweiz. Ich fahre seit Mitte 80er Jahre selbst Harley und habe dann angefangen, meine Motorräder zu modifizieren. Damals war das ja noch nicht so bekannt, also war das noch Neuland. Heute ist das sehr populär geworden, die Customized Harleys. Okay. Du darfst auch gerne auf Mundart mit mir sprechen, kein Problem, ich verstehe dich. Okay, besser. Genau, dann verstehen dich auch die meisten anderen hier auch. Also. Aber bevor du angefangen hast, Custom Bikes zu bauen, da warst du ja noch auf der Rennstrecke unterwegs. Wie ist denn das passiert? Also, wie hat es angefangen? Ich habe angefangen, 1979 auf Rennen zu fahren, zuerst auf der Rundstrecke. Haben wir probiert, 100 Rundenrennen linear, da habe ich ganz frisch meine Autobriefe gehabt. Und bin aber dann sehr gleich umgestiegen auf amerikanische Auto, weil die hat man damals recht günstig können kaufen, haben sehr viel PS gehabt. Mein Bruder, der ein bisschen älter ist, hat einen alten Mustang gehabt. Und wir sind dann im 1980, also vor rund 33, 34 Jahren, auf die Ami umgestiegen und haben einen Ami-Club gegründet, Kickdown Drivers Basel. Und haben dann auf Track-Training veranstaltet in Enzisheim. Okay, also das heißt, eigentlich mit zwei Rädern begonnen und dann irgendwann umgestiegen auf vier Räder. Was ist für dich persönlich besser oder was ist dein Favorite? Zwei oder vier Räder? Ja, also ich habe die Lehre gemacht, dass ich Motorräder die Geschichte gesehen habe. Also, ich habe angefangen mit 14 mit Töffli frisieren. Als ich noch 14 war, hat es noch kein Fernseher gegeben, der den ganzen Tag gelaufen ist. Das ist erst zu oben, was im Fernsehen kam. Es hat nur drei Sender gehabt. Es hat kein Internet gegeben. Also wir konnten uns nur beschäftigen, entweder mit Fußball oder mit Töffli umbauen, Mopeds frisieren und customizen. Okay, und du hast vorhin gesagt, daneben, irgendwann kamen dann die Dragster-Rennen. Vielleicht erklärst du unseren Zuschauern einfach mal kurz, was ist ein Dragster-Rennen? Wie läuft es ab? Also das Dragster-Rennen ist eigentlich so, vielleicht haben die älteren Leute American Graffiti gesehen, da ist es auch ein bisschen um die Alkoholschmuggel gegangen und um Drag Race. Die haben dann mit coolen Hot Rods in Amerika Rennen gefahren. Das ist, die haben sich gemessen, die Alkoholschmuggler haben ihre frisierten Autos, da ist der eine bekannt gewesen, der ist der schnellste, der andere auch. Und die haben sich dann gemessen auf irgendwelchen Parkplätzen. Und vor über 60 Jahren ist dann aus dem Haus Drag Racing in den USA entstanden. Also da fahren zwei Autos gegeneinander, es geht darum, eine Viertelmeile, also rund 402 Meter, in möglichst einer schnellen Zeit zu fahren. Und dann gibt es eine Ausscheidung, wo von der Zeit her von 1 bis 8 oder 1 bis 16, dann Nummer 1 gegen 16, haben wir ein K.O.-System, ein Rennen fährt am Sonntag und am Schluss gibt es nur einen Gewinner und einen Runner-Up. Okay, und du bist ja auch noch aktiv im Dragster-Business dabei eigentlich, oder? Ja, ich bin dort so halt reingewachsen, eben eigentlich aus dem Auto. Wir haben dann die Autos selber frisiert, damals hat es noch nicht viel gegeben, wir haben nicht viel können kaufen, heute kann man das alles relativ einfach sich besorgen im Internet. Damals sind wir noch auf Amerika selber gereist, haben die Sachen, die Shops oder die Engine Shops besucht, haben Teile mit heimgenommen im Gepäck und haben dann das verbaut. Okay, aber jetzt in der nächsten Saison, also in Sachen Dragster, läuft da was bei dir noch? Also was können wir von dir erwarten in Sachen Dragster? Also wir sind immer noch voll dabei. Ich bin 18 Jahre Funny Cars gefahren, das ist die Klasse, die eigentlich noch Body drauf hat, die sehr gefährlich ist, weil der Motor vorne ist. Ich bin dann umgestiegen in die Königsklasse, Top Fuel. Wir haben dort 8000 PS Leistung. Wir sind von 0 auf 530 in 3,7 Sekunden. Ich habe dreimal Europameister gemacht in dieser Klasse und dreimal in der Fannica-Klasse. In diesen 18 Jahren Fannica ist das einfach ins Blut hinein. Also man kann nicht leben ohne Rennen fahren, das weiss vermutlich jeder Rennfahrer. Und habe dann nebenbei halt aus dem auch meinen Job gemacht.
Also so, du sagst so beiläufig, so nebenbei machst du das alles. Ich meine, du bist verheiratet, hast zwei Kinder, aber eben Custom Bikes, du bist auch noch Autohändler und einen Gastronomiebetrieb hast du auch noch. Also irgendwie noch eine Wirtschaft. Wie bringt man das alles unter einen? Also als Rennfahrer ist man natürlich gewöhnt, sehr viel können improvisieren, sehr viel unter einen Hut zu kriegen. Wir sind heute mit fast mit zwei Rennautos, mit fast 50 Leuten unterwegs in ganz Europa und USA. Wir sind, haben das Restaurant, wir haben unser Dörfgeschäft, machen hier Ausstellungen. Ich habe morgen schon wieder Termin am Nachmittag für irgendwelche Fahraufnahmen mit dem Motorrad, das wir hier gebaut haben. Ich habe dann am Dienstag auch schon wieder Termine, wo wir etwas mit dem Dragster machen, wo ich als Gast eingeladen bin. Also man lernt das so. Also man ist da gewöhnt, 24 Stunden arbeiten am Tag und eben auch 7 Tage der Woche natürlich. Okay, also ein kompletter 24-7-Job eigentlich in dem Sinn. Ja, genau. Du hast gerade eben erzählt, dein aktuelles Baby, sagen wir es mal so, ihr in der Victory Hammer S hier jetzt innerhalb von 4 Tagen umgebaut an das Swiss Moto. Ich glaube, wir hätten sogar noch ein Bild hier. Erzähl doch mal kurz, wie ist es dazu gekommen? Also wir sind offiziell Victory und Indian Händler seit letztem Jahr. Wir haben in alles eine Vertretung, also in ganz Basel und Umgebung. Und dazu kam es eigentlich durch die Messe hier. Ich habe das schon einmal gemacht, so Biker-Build-Off. Ich habe in Bad Salzuflen gegen Walz das einzige Biker-Build-Off live gemacht in Europa, was eigentlich geht, gegen wirklich nach den amerikanischen Regeln. Also er hat in den USA gewonnen und hat dann dürfen jemanden herausfordern und hat dann mehr herausgefordert. Das war 2006 gesehen. Da haben wir mit unserem Custom Bike leider dann ganz knapp verloren in Deutschland. Und wir haben dann Mesto angefragt, ob wir das nicht nochmal hier machen könnten, live Bikebuilding. Eigentlich ist ein Biker-Build-Off 1-1, das heisst, es hat eigentlich eine andere Firma auch noch ein Bike aufbauen. Und dann haben wir das Publikum entscheiden, welcher hat den besseren Dörf gebaut. Okay, das Publikum gab es bisher jetzt nicht, aber unser Publikum ist da und wir haben ja auch das Bike hier. Wenn wir das mal kurz zeigen, es steht live hier bei uns in der Motorsport Schweiz Live Lounge. Wenn du vielleicht einfach mal kurz erklären kannst, was haben wir da für ein Bike und was habt ihr jetzt da so customized-mäßig umgebaut? Also wir haben jetzt hier als Basis eine Hammer genommen, also eigentlich ist es ein Hammer S, Victory. Ist das Basismodell und Victory ist ja für mich ein bisschen, es tut ein bisschen das jüngere Publikum ansprechen als zum Beispiel jetzt eine Harley oder eine Indian und auch ein bisschen mehr jung, frech, angriffig, schnell fahren, dürfen wir ja zwar nicht mehr, aber trotzdem wenigstens mal ab und zu. Und haben dann so ein bisschen in Retro-Style und auch ein bisschen in Street-Fighter-Stil übergegangen beim Designen von diesem Bike. Und wie viel PS und was für Leistung haben wir jetzt hier, für die, die es nicht wissen? Also eine Hammer S kann man heute mit einer guten Auspuffanlage, mit einer guten Abstimmung auf dem Prüfstand rund 100 PS rausholen und ein ganz tolles Drehmoment mit sehr viel Dampf um den raus und das macht sehr viel Spaß zum Fahren. Okay, aber jetzt die Victory Hammer S ist eigentlich schon ein schönes Bike. Wieso baut man es um? Also wieso machen die das? Und, Ja, das ist ja Customizing. Also Customizing kommt eigentlich vom Wort Customer, vom Kunde, oder? Der Kunde kommt eigentlich zu uns mit irgendwelchen Wünschen. Meistens sind das optische Wünsche, weil ich will meine Hammer, dass die nur einmal geht. Ich will, dass sie so aussieht, dass jeder weiß, das ist in Franz seine Hammer und nicht irgendeine ab der Stange. Wir machen natürlich auch Sachen, die für Customer wichtig sind, zum Beispiel, dass die Freundin gut sitzen kann oder dass sie besser tönt. Das sind also die ersten Eingriffe, die man macht. Aber am Schluss wird eigentlich jeder sein Dörf ein bisschen nach seinen Wünschen gestalten und da helfen wir halt mit ihm, seine Wünsche und Träume dann auch zu verwirklichen. Okay, und du hast jetzt gesagt, eben Customer sind eben die Kunden, aber wer sind denn jetzt die Kunden? Also wer wäre jetzt zum Beispiel der richtige Kunde für die Hammer S, die ja eigentlich so eine Urs-Customer eigentlich ist, oder? Also die Hammer S da, da stelle ich mir etwa vor, zwischen 30 und 40, wo mit 20 sehr schnell Dörf gefahren ist, so wie ich auch früher, und das heute leider nicht mehr Dörf. Aber trotzdem noch ein bisschen an die alte Zeit erinnert werden will, das kann er auf dem Dörf, weil er wird sehr gute Kurvenlage haben, da wird man sehr gut in der Kurve fahren und da kommt ein bisschen das Oldschool-Feeling auf von diesen Leuten. Darum nicht unbedingt den 70-Jährigen, aber so sagen wir 40-Jährigen, der wieder zurückkommen will zum Dörf fahren.
Okay, also du hast gesagt, Power hat es, hat die Maschine. Wir haben es vorhin oben gehört. Wohin das erste Mal präsentiert, jetzt das Bike? Also jetzt auf dieser Messe sind wir natürlich erst jetzt oben fertig geworden. Wir haben die live gebaut, also es war eigentlich ein Live-Building, nicht ein Build-Off, weil wir haben ja keinen Wettbewerb gemacht. Ich hoffe, ich kann nächstes Jahr mit der Messe zusammen etwas organisieren, dass wir vielleicht mit einer anderen Firma dann wirklich gegeneinander antreten und mal schauen, jeder hat eine freie Wahl vom Stil, vielleicht mit den beiden gleichen Basismodellen, dass wir da wirklich mal zeigen können, was kann man machen daraus und dann auch mal das Publikum entscheiden lassen, welches ist der bessere. Okay, man merkt schon, du bist schon so ein Wettkämpfer. Von dem her, also eben, falls hier irgendwie Bike-Build-Off-Customizer noch da sind, die gegen Urs noch ein Battle antreten möchten und nächstes Jahr an der Swissmoto vielleicht ein wirkliches Build-Off bauen möchten, dürfen sich wahrscheinlich gerne bei dir oder bei der Swissmoto melden, oder? Ich denke schon, weil das ist sicher auch interessant fürs Publikum. Und wie du sagst, ich bin ein Wettkämpfer, mir ist der Wettkampf sehr wichtig, immer. Und das gehört dazu von der Rennerei, oder? Und das ist auch toll. Man muss natürlich auch können verlieren, das ist auch sehr wichtig. Aber man muss so ehrgeizig sein und ich denke, ich bin so ehrgeizig, dass wir nächstes Jahr würden gewinnen, egal wer du antretet. Okay, also sehr optimistische Urs Erbach hier bei uns. Aber jetzt mal, das Bike, was wir jetzt hier stehen haben, das stellt ihr das ins Museum oder was passiert mit dem? Nein, also die Maschine wird jetzt bei Motoricardo, das ist eine Online-Plattform, ähnlich wie eBay, kennen vielleicht ein bisschen mehr. Motoricardo ist in der Schweiz sehr verbreitet und das Motorrad wird jetzt ab Dienstag promotet auf sämtlichen Kanälen von Motoricardo und wird ab Donnerstag dann mit keinem Limit, also auch mit keinem, also ab 1 Franken wird die versteigert. Wenn ich Pech habe, geht sie für 5 Franken weg. Wenn ich Glück habe, geht sie für 100.000 Franken weg. Das werden wir sehen. Die Versteigerung wird etwa 10 Tage laufen und endet dann am Sonntag drauf nach dem Donnerstag. Und der dann das höchste Gebot macht, der hat es, egal wie hoch das ist. Okay. Jetzt haben wir gerade eben vom Preis geredet. Was ist denn so rein materialmäßig? Was steckt jetzt in dem Bike? Also in der Regel ist es so, dass vielmal heute bei den Custom Bikes oder bei den Umbauten, die wir machen, der Umbau schnell einmal das 2- bis 3-fache vom Ankaufpreis vom Motorrad selber ausmachen. Also wir bauen teilweise Motorräder bis zu 100.000 Franken, wo die Basis eigentlich nur 20 kostet. Wie viel der schlussendlich würde kosten, müssen wir selber entscheiden. Die können es anschauen im Internet, wie gesagt, ab Dienstag. Die können hier bei der Swissmoto auf der Homepage schauen, was ist alles umgebaut, was für Komponenten sind dran. Okay, so eben, also ihr habt es gehört, ab Donnerstag könnt ihr das Bike ersteigern, ab 1 Franken auf motoricardo.ch. Jetzt hast du aber eben, nach dem Bike wird es wahrscheinlich nicht aufhören. Hast du irgendein Traumprojekt, wo du wirklich mal machen möchtest, jetzt abgesehen vom Battle und dem Wettkampf im nächsten Jahr? Steht irgendwas an? Was können wir erwarten noch? Bei mir? Ein Rennen zu gewinnen in den USA, das fehlt mir noch. Okay. Also von der Rennseite her, aber wie gesagt, das ist eigentlich nur Hobby. Okay. Und in meinem Geschäft mit den Motorrädern möchte ich euch zeigen, was kann man aus dieser Marke. Victory ist noch nicht positioniert in der Schweiz. Ich wollte dir noch helfen oder mithelfen, die zu positionieren. Indien ist ein bisschen einfacher. Indien ist eine sehr alte Marke, sehr bekannt schon. Dort weiss man, wo das hingeht. Bei der Victory ist das alles noch offen. Und ich hoffe, ich kann dort ein bisschen mithelfen, eingreifen in der Schweiz, um so zu designen und auch die Leute finden dazu, die das toll finden. Okay, also wir haben gehört, der Urs Erbach hat sehr, sehr viele Projekte. Er ist Gastronom, Autohändler, Customizer. Aber du hast ja noch irgendwie einen anderen Club, der heißt 111 Club, habe ich gehört. Was hat es mit dem 111 Club so auf sich? Ja, der 111 Club ist ja so, wir haben relativ immer sehr viele Fans, weil wir das auch schon lange machen. Sehr viele alte Kollegen, die früher auch Ami gefahren sind und mit uns Rennen gefahren sind und uns kennen. Und wir haben dann letztes Jahr gefunden, wir gründen jetzt einen Club, wo jeder, der mich noch kennt von früher oder auch neuer Fan ist und sagt, ich möchte dort ein bisschen mitverfolgen, was der Urs und sein Team macht, haben wir den Club gegründet. Man kann dort für 111 Franken im Jahr eine Clubmitgliedschaft kaufen. Man kriegt auch relativ viel zurück. Man ist dann dabei, man wird ein, zweimal zu mir eingeladen. Wir werden Warm-up machen vor Ort für die Leute. Die sehen, wir sind noch 8000 PS-Dragster
aussieht, wie der tönt live. Das ist etwas, was ein Mangler noch nie gesehen hat und sicher ganz toll ist zum Erleben. Also wenn ihr hier beitreten wollt, über unsere Homepage, 111 Club, vielleicht noch schnell zum 111, die 111, das ist meine US-Startnummer gesehen, weil ich damals, als ich in den USA bin, hatte ich 3 FIA-Europameisterschaftstitel gehabt. Und damals sind dann so fair gesehen und haben gesagt, wir können dir keine ein- oder zweistellige Startnummer kriegen. Du musst eine dreistellige haben. Aber weil du 3-mal Europameister warst, geben wir dir das 111. Okay. Das ist halt meine Glückszahl. So, also, der 111 Club vom Urs Erbacher. Alle, die wissen wollen, was er so macht, können auch bei ihm auf der Homepage schauen. Wir sehen, er hat viele Projekte. Er ist quasi auch ein Tausendsasser, der eigentlich in jedem Bereich irgendwie dabei ist. Und wir haben hier noch die schöne Maschine, die ab Donnerstag versteigert wird. Jeder kann sie haben, ab 1 Franken zu ersteigern auf motorricardo.ch. Jetzt sehen wir das Ganze hier. Ich würde sagen, damit schließen wir das Interview ab. Können wir sie denn nochmal starten? Kann ich weil machen? Der Sound, du hast ja gesagt, Sound ist sehr, sehr wichtig. Dann also, ja. Wollen wir sie doch mal hören wahrscheinlich, oder? Also vielleicht noch mal kurz zum Motorrad. In der Regel ist das Erste, was wir umbauen, ob jetzt das an einer Harley ist oder an einer Victory, ist eigentlich der Sound. Und wir haben ja da okay. ganz gute Sachen, die auch legal sind, die aber auch besser tönen als ab der Stange. Und das ist mal eigentlich das Wichtigste für jeden Victory-Fahrer oder jeden Indien-Fahrer. Und dann gehen wir natürlich weiter. Also da ist ziemlich viel umgebaut. Ich kann vielleicht noch kurz darauf zurückkommen, was alles umgebaut ist. Wir haben gesagt, wir wollen die Originalteile abändern. Das heisst, es sind die Originalräder noch drin von der Hammer. Wir haben es aber neu designt. Wir haben den Originaltank aufgeschnitten, haben ihn verschmälert und verlängert. Wir haben ein Heckteil gebaut im Retro-Style aus Aluminium. Wir haben die Lampen, die sehr viel bei Victory ein bisschen sagen, okay, das ist eine Geschmackssache, die Lampe. Wir haben so ein im Street Fighter-Style Lampen drauf montiert. Und eben, wie gesagt, der Sound. Sound hören wir jetzt gerade, ich höre es dir schnell an. Genau, dann würde ich sagen, danke Urs, dass du hier warst. Mit dem Soundcheck von der umgebauten Victory Hammer S vom Urs Erbacher beenden wir das Interview. Und ich sage einfach mal Dankeschön. Und ja, dann lass mal krachen, würde ich sagen, oder? Okay. Gut. Läuft. Wird präsentiert von motorricardo.ch, Zürich Versicherung und der Schweizer Paraplegiker Stiftung.